Scooby besser. Ja, und bei RBG ist das, sagen wir mal, beide gleich. Rennspiele konnten wir nie rausfinden, wer besser ist. Ja. Es gibt einfach kein Rennspiel, was fest ist. Muss man hier nicht auch irgendwas sammeln in diesem Ding? Nein. Deswegen macht Kojo auf den Lila, weil man da in der Arena kämpfen und man auch Battlecoins eher den Überblick behält. So, jetzt müssen wir das Auge von Askrell mal schnell schnappen. Den kenne ich. Weißt du, wenn ein Vogel jägst, ne? Jagst, sagt man, jagst? Ja. Wenn den jagst. Weißt du, was würdest du wohl als Beute mitnehmen? Bestimmt das Auge. It's the all-seeing eye, weißt du? Weil es hat schon viel gesehen, weil Vögel fliegen können. Boah, hier ist er, so schnell ging das noch nie. Na. Wir haben ja den das letzte Mal immer runtergekommen. Nice Cruiser. Das war so witzig letztes Mal. Daneben geschoben. Wo da hinten? Du guckst mich so an. Und dann huscht er da hinten vorbei zwischen den Bäumen. Da ist er, Scooby. Ach Quatsch. Sind wir da hinten, da war er nicht mehr. Oder ich kann ihn nicht anvisieren. Doch. Das geht so in den Korn. Weißt du, was du bei mir noch vor? Du und die Gegner. Ja, die haben sich schon darauf eingestellt, dass hier nicht um Balancing geht. Es geht um Krieg. Das ist so wunderschön. Der Krieg ist auf eine abstrakte Weise ein etwas komplexeres Schach quasi. Ja. Fehlt Schach auch eine andere simple Form von Krieg? Ich wollte ja ein bisschen Serious Business aufbauen. Du möchtest das nicht, das ist okay. Deswegen verschwinde ich jetzt. Koja, jetzt bitte nicht, ich muss springen. Sprung in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und Sprung. Ja, den Sprung hört man nicht. Wir sollen ein Raumschiff im Weltall für Geräusche machen. Er ist auf in der Atmosphäre eingeflogen. Das machen Raumschiffe so. Das ist ihre Natur, die können nichts dagegen tun. Ja, und trotzdem finde ich Sci-Fi-Filme und Spiele gut, wo man auch Sound hat. Ja. Verschmutzte Geist. Tschüss. So, jetzt müsste es eigentlich Level abgeben da drüben. Jawohl, denke ich auch. Ich freue mich auch immer dann mal so spielen, wenn Leute mich flamen, ja? Wenn ich andere Leute flame. Ja, Koja flamen die Leute nicht so oft, muss man sagen. Ja, ist ja immer so ein bisschen besonnener. Ja. Er sieht dann auch immer schon die nächste Schlag gegen die an. Der Mann aus den Fehlern der einen Schlag gelernt hat. Scooby sieht sowas immer nicht vor. Manchmal auch gar nicht. Die denken sich, diesmal muss es doch klappen. Aua. Es müsste auch mal wieder Skills geben, ha? Huh? Ach, cool. Voll vorbeigeflogen. Ich nehme immer ein Zauberbuch. Ne? Auf 78. Böses Vertreiben. Tja. Sonst kriegst du nichts mehr?
Nichts, also erstmal irgendwie toll wäre. Also ein Heiligbaum ist das das nächste. Irgendwas gebrauchen? Was geht euch durch den Kopf? Deutsch, Deutsch. Der will das. Hand der Erlösung habe ich gekriegt. Ja. Ich glaube, damit kannst du dich insta töten, damit ein anderer überlebt. Den Skill habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben in Parla ein einziges Mal eingesetzt, als wir den Schlüssel für diese eine Heroic nicht hatten. Vorhin Feuerhalbinsel. Ich lese mal das vor. Legt eine Hand auf das Gruppen- oder Schlachtzugmitglied, die seine gesamte Bedrohung 10 Sekunden lang alle eine Sekunde um 2% verringert. Okay, war ein anderes Spiel. Schön, das andere war irgendwas mit göttlich. Das ist nicht göttliche Aufopferung, also. Ja, kann sein. Ja, da unten ist auch die Stadt, oder? Yep. Dann töten wir den und dann fliegen wir da zur Stadt. Awesome. Ja, und morgen schauen und ausgleich. Oh oh. Wenn ich nur einen gewissen Plan hätte. Jetzt im Gleitflug bitte steuern nicht. Das ist eine sehr fordernde Aufgabe. Booster. Weiß nämlich nie, wann der Boost kam. Weil das hat nämlich so eine Windows Progress Bar, ja. Da denkst du auch, Notfallboost aktiviert, dauert noch 3 Jahre. Dann machst du CD-ROM-Laufwerk auf und nur noch 3 Sekunden. Das komisch war, heute wurde mein DVD-Laufwerk nicht angezeigt. Und der Arbeitsplatz. Das hat noch funktioniert, ganz normal. Und der Autostart von den DVDs hat auch funktioniert. Aber trotzdem gab es das Laufwerk nicht. Ich hatte halt Festplatten, Verwirrung, ne? Nämlich, ich habe die Videos gesucht von meinem Speedpainting von Todesschwer. Und ich wusste, die sind auf einer von den Festplatten, die jetzt nicht, jedenfalls nicht von den großen natürlich, und nicht wo die Ausgangsdatei drauf ist. So. Und dann, ich dachte, das mit der Ausgangsdatei ist, das weiß ich, dass die im Gehäuse verbaut ist. Ja. Dann habe ich einen über eSATA angeschlossen, dann heißt, die könnte es sein, und eine noch über USB. Und dann die über USB. Alles angezeigt und so, okay, wusste ich, die ist TrueCrypt verschlüsselt. Passwort hatte ich im KeyPass. Reinguckt, nur Quatsch drauf. War der falsche. Ja. Dann wusste ich aber nicht, welche, was die Laufwerkbuchstaben angeht. Also habe ich die ausgemacht, damit es verschwindet. So. Und dann dachte ich, okay, dann ist die vielleicht mit ISA da. Mal eine andere kam gar nicht mehr in Frage. So. Okay, dann habe ich mich gefragt, welche können das überhaupt sein, die mir da angezeigt ist. Okay, mache ich die mal aus. Boom, Blue Screen. Weil das war dummerweise die, wo die Ausladungsdatei drauf ist. Und das war mittendrin, wo ich da 5 Videos noch am Rendern hatte und im Upload welche. Und das war alles scheiße. Ich dann viele halbe Videos hatte, die ich mittendrin so hatte. Die alle löschen und dann gucken, welche Parts dazu gehören. Also so eine Scheiße. Ja, und dann hatte ich die Platte ausgebaut, weil die ich gesucht habe, war nun die, die verbaut ist, weil die mit dem eSATA, weil die mit der Ausgangsdatei, wo ich dachte, die wäre verbaut, war sie aber nicht. Ja.
weil sie genau andersrum. Mhm. Gut. Habe ich die ausgebaut? Weil ich konnte sie nicht entschlüsseln. Irgendwie in KeyPass war keins meiner Festplattenpasswörter passend dafür. Ja. Oh, scheiße. Na, da ich, what the fuck ist das, ne? Aber man konnte sie auch nicht auslesen und so. Also die muss irgendwie verschlüsselt sein. Ausgebaut, dann dachte ich, oh shit, ey. Und dann ist mir die Idee gekommen, ah, das war meine alte Systemplatte, also ist die Preboot verschlüsselt. Tja. Im anderen Rechner eingebaut, dann bumm, Fehler, wegen Boot-Table-Fehler, weil da die Laufwerkbuchstaben alle falsch sind, weil es nicht einen richtigen Anschluss war. Und, oh. Und dann da ich mir, habe ich über ein anderes System gestartet und die dann extern gemountet mit TrueCrypt. Ging nicht, weil irgendwie ging das nicht. Ich weiß auch nicht warum. Und dann wusste ich nicht, welches Passwort, so viele Passwörter ausbildet. Und TrueCrypt zeigt dir nicht an, welchen Fehler du hast, um halt irgendwie so Deniability zu haben. Das ist auch immer... Nice Wort. Danke. Dass man nicht feststellen kann, ob es wirklich ein TrueCrypt-Laufwerk ist. Und da bin ich nicht hintergekommen. Ob ich nur das falsche Passwort habe, ob ich es falsch maune, was ich hier falsch mache. Ja, und irgendwann habe ich es dann rausgefunden. Das Passwort und die Mount-Methode. So deprimierend. Ich habe nur einen Quest gekriegt. Ich auch. Ja, ich würde sagen, wir müssen ins Gasthaus. Ja, das suche ich hier, oder? Das ist dieses, denke ich. Wo ist er? Unter dem Flughafen? Jo. Hat er im Briefkasten vorher steht, oder wie? Nee. Weil das ist so. Die untere Tafel. Mann, war das eine Verwirrung. War ich glücklich, als ich es nicht geschafft habe. Na, da ist doch die Frau. Ich habe ja auch eine Frau. Warum ist die orange? Die sind alle so ein bisschen pissig. Mann, Mann, Mann. Die Spitze. Aber die zählt wohl trotzdem, oder? Dann gibt's erst, wenn wir die ersten Quests da draußen gemacht haben. Dann haben wir erst den Ruf, um die anderen anzunehmen. So ist es. Damit kann ich leben. Oh, schau. So. Mal sehen, welche Ini dazugekommen ist jetzt. Nichts. Fast nichts hier. Fast nichts. Ne. Wird man uns wieder verarscht. Diese Konzerne. So, holen wir die Pläne der Felsfäuste. Let's do this. Soll ich uns einfach mal in Battlegrounds einteilen? Ja, klar, warum nicht? Wäre ich jetzt der Arati und Sturm? Yep. Ich glaube, PvP ist bis jetzt auch noch ein bisschen zu kurz gekommen. Selbst wenn das das Level ein bisschen in die Länge zieht. It's all about the parts. And the honor. Auch hier ist das mit diesem Sprungbrett. Trampolin. Ach, hier ist das Quest. Komm, das machen wir. Hast du die Pläne schon? Ne, du? Ne. Bist du? Ich komm. Haben die einen deutschen Berg verarbeitet? Einen deutschen Berg?